Hallo, wir sind's wieder, Messmann und Elisa aus der Energy Toast Show. Und das nächste große Fest, was es zu feiern gibt, ist nicht etwa Weihnachten, nee. Das ist die Energy Music Tour 2012 am 1. Dezember in der Landesmesse Stuttgart. Das größte Indoor-Festival der Region und die hier sind auf jeden Fall mit dabei. Hallo, wir sind die Donuts und wir sind in Stuttgart dabei bei der Energy Music Tour. Ihr solltet am besten auch dabei sein, dann wird es nämlich noch besser. Sichert euch Karten. 1. Dezember, Alter. Was geht denn? Und die Donuts standen ja schon auf einigen Energy-Bühnen und ich bin sehr stolz, dass wir sie nach Stuttgart holen. Aber was sind eigentlich eure Donuts auf Konzerten und Festivals? Also gar nicht geht, finde ich, wenn man auf einem Konzert ist mit eher ruhiger Musik und Leute da sind, die zwar Eintritt bezahlt haben, aber sich irgendwie überhaupt nicht dafür interessieren und halt die ganze Zeit labern. Schlechte Laune zu haben, rumzustänkern, nichts zu machen. Sonst kann ich auch zu Hause bleiben. Und auf jeden Fall Party machen und gute Laune verbreiten. Absolutes No-Go ist eingezwängt sein wie Vieh. Links einer, der stinkt, rechts einer, der nach Parfüm riecht. Und ein absolutes Muss ist, die Liedertexte auswendig lernen und die mitsingen können. Ein absolutes No-Go ist, wenn man von hinten vor dem Konzert noch mit Bier übergossen wird und es noch nicht mal angefangen hat und die halt dann wirklich einem die Bierkrüge über den Kopf leeren. Seid ihr schon heiß auf die Energy Music Tour 2012? Dann werdet ihr jetzt noch heißer, denn der Shootingstar Crow ist auch mit dabei. Und Uli hat ihm schon ein Gespräch. Hallo, herzlich willkommen hier zum Energy Interview auf der Hollywood-Schaukel. Schön kuschelig. Neben mir ein Mann mit der Panda-Maske. Das ist Crow. Bin dann ja wohl ich. Warum die Panda-Maske? Es war eigentlich nur so spontan die schönste Maske auf der Seite. Und ich dachte, cool, schwarz-weiß, passt immer. Ein schönes Outfit dazu, muss man sich nicht irgendeine Farbe raussuchen und let's go. Psycho Dino hatte ja den Eisbär bestellt und ich den Panda und wir wussten noch nicht, wer welche bekommt, aber bei dem Eisbär musste man durch den Mund rappen, also da war nie durch den Mund gucken und durch den Hals, dann war ein Loch für den Mund und es sah total bescheuert aus, also kam nur noch der Panda in Frage. Man sagt ja auch, dass du hauptsächlich positive Songs machst. Bist du so ein positiver Mensch oder erlebst du einfach keine negativen Sachen, die du in deinen Songs verarbeiten könntest oder woher kommt dieses Positive? Also ich bin so musikalisch verarbeite ich gerade so was passiert und versuche ein bisschen einzufangen, was mir gerade passiert und momentan passiert halt nur Krasses und nur Schönes und deswegen klingt es momentan auch so. Also, am 1. Dezember nichts vornehmen, rot markieren, die Energy Music Tour 2012. Crow ist mit dabei, die Donuts mit dabei, Shooting Star aus England, Rita Ora wird auch mit dabei sein und noch viele, viele mehr. Sichert euch schnell noch die Tickets auf stuttgart.energy.de, denn das wird ein Fest, das ihr nicht vergessen werdet.